Sehr geehrte Zuhörerinnen und sehr geehrte Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung vom neuen Radio Baronien. Ich bin Ihr Moderator Franco Meyer und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Zuerst wie immer die wöchentlichen Nachrichten. Montag. Am Montag wurde bekannt, dass die 6B-Klasse, in die zwei baronische Staatsbürger gehen, darunter auch der Innenminister Huemer, einen ukrainischen Flüchtling aufgenommen haben. Weitere Informationen zu diesen Flüchtlingen haben wir nicht bekommen, außer dass er als außerordentlicher Schüler aufgenommen worden war. Und in Österreich gab es 3.747.582 Fälle Covid-19. Das entspricht einem Anstieg von 22.201 und 400.185 aktiven Fällen. Dienstag. Am Dienstag fand die letzte Deutschschularbeit und insgesamt die letzte Schularbeit für die 8a-Klasse statt. Stoff war der gesamte Matura-Stoff und es war eine fünfstündige Schularbeit, die erste fünfstündige Schularbeit, die die 8a geschrieben hat. Wie sie ausgefallen ist, ist uns noch nicht bekannt. In Österreich gab es 3.770.412 Fälle Covid-19. Das entspricht dem Anstieg von 22.830 und 382.899 aktiven Fällen. Mittwoch. Am Mittwoch fand auch der letzte Test für die 8a statt in Chemie. Stoffgebietlich wurden dabei die Alkohole abgeprüft, wobei dabei Alkohol nicht nur als Ethanol gesehen werden darf, sondern auch Methanol und weitere ähnliche Alkohole. Des Weiteren hatte die 7a, in die der Vizepräsident von Varonien, Marco Weigl, geht, auch einen Test, und zwar in Geschichte. Wie dieser ausgefallen ist, ist uns nicht bekannt. In Österreich gab es 3.805.155 Fälle Covid-19. Das entspricht einem Anstieg von 34.743 seit dem Dienstag und 373.474 aktive Fälle. Donnerstag. Am Donnerstag gab es in der Physikstunde der 8a eine Forschung von baronischen Forschern an den großen Fragen der Physik. Diese versuchten dabei, diese zu beantworten. Ob dies ihnen gelungen ist, ist jedoch sehr fraglich, da sie die Fragen sehr schnell beantworten konnten und dies relativ verdächtig wirkte. In Österreich gab es 3.831.048 Fälle Covid-19. Das entspricht einem Anstieg von 25.893 seit dem Vortag und 359.851 aktive Fälle. Zuletzt noch der Freitag. Dort fanden weitere Geschichtereferate der 8a-Klasse statt, darunter auch von dem baronischen Vizekanzler Franco Meyer. Dieser hielt sein Referat über den Falklandkrieg, der 1982 zwischen Argentinien und Großbritannien stattgefunden hatte. Nächste Woche dürften noch die letzten Geschichtereferate dann stattfinden. In Österreich gab es 3.854.405 Fälle Covid-19. Das entspricht einem Anstieg von 23.357 und 340.543 aktive Fälle. Womit wir gleich zu meiner Liederwahl für heute kommen, was dieses Mal das Lied In Bloom von Nirvana ist.
womit wir bereits mit der Liederwahl für heute fertig sind und zur Lottoziehung kommen, wobei wir Ihnen natürlich wieder viel Glück wünschen und hoffen, dass Ihre Zahlen dabei sind. Womit wir auch zur Ziehungsmaschine kommen und die Ziehung eröffnen. Und noch keine Zahl gezogen haben, womit wir natürlich froh sind, dass wir eine gute Durchmischung bekommen und hiermit die erste Zahl haben, die 7. Es folgt die 12 Ein Drittel ist damit gezogen. 36 ist die nächste Zahl, die dritte Zahl. Hiermit haben wir noch 3 Zahlen zu ziehen, womit wir jetzt gerade 2 Zahlen ziehen, eine Doppelziehung, 10 und 15. Und hiermit noch auf die letzte Zahl warten. Und das ist die 23. Welche wir natürlich noch reinrollen lassen und folgende Gewinnzahlen haben. 23, 15, 10, 36, 12 und 7. Wenn Sie gewonnen haben, dann natürlich herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir zurück zu unserer Hauptsendung und zu den baronischen Wochencharts, womit wir mit den Plätzen 5 und 4 beginnen. Das sind die beiden Lieder I Don't Want to Know von Fleetwood Mac und Turn the Lights Off von Tally Hall. Wir spielen natürlich beide ab.
womit wir bereits zu den Top 3 kommen. Und auf Platz 3 haben wir den letztwöchigen Platz 1, I'll Know von Red Rocks. Herzlichen Glückwunsch zum Platz 3. Why talk about it? Why walk around it? Just step inside until it's all said and done. Auf Platz 2, Light My Fire.
und wir dürfen dem Platz 1 gratulieren, The Smashing Pumpkins mit Today. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Platzierung. Und das waren die Varonischen Wochencharts diese Woche. Womit wir noch zuletzt wie immer zum Wetter kommen. Heute kann es maximal 3 Grad Celsius warm oder kalt, wie auch immer man das definieren mag, werden. Die Wettersituation ist dabei Schnee oder Regen und oder Regen. Die Minimaltemperatur wird minus 1 Grad Celsius betragen. Diese wird vermutlich in der Nacht erreicht werden. Die maximale Windgeschwindigkeit heute wird 13 km/h, ich entschuldige mich für den Versprecher, sein. Womit die Sendung für heute auch schon wieder vorbei ist. Wir hoffen natürlich wie immer, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir auf Sendung